Mit der Stirling-Therme Evita hat Remea bereits vor einigen Jahren seine erste stromerzeugende Heizung für Ein- und Zweifamilienhäuser erfolgreich in den Markt eingeführt. Für größere Immobilien ist der zum BDR Thermea-Konzern gehörende Heiztechnikhersteller eine Kooperation mit 2G eingegangen und vertreibt ab sofort die G-Box 20 sowie auch die G-Box 50 unter dem Produktnamen ELW in einem eigenen Gehäusedesign, passend zu den Brennwertkesseln aus dem bestehenden Angebot von Remea. Herzlich willkommen auf dem Messestand Remea bei der SAK in Essen. Das Unternehmen Remea wurde gegründet 1935 in den Niederlanden. Wir produzieren heute hocheffiziente Brennwerttechnik im Leistungsbereich zwischen 15 und 1300 kW. Weitere Entwicklungsstufen in der regenerativen Technik ist unter anderem die Kraft-Wärme-Kopplung, wie Sie hier sehen, das Produkt ELW 2043, eine logische Nachfolge unseres schon mit Erfolg vor 3 Jahren eingeführten Systems Remea Evita. Das ELW 2043 als Verbrennungsmaschine setzen wir heute ein in größeren Wohngebäuden, in der Industrie, in Hotels, in Altenheimen, um dort nicht nur die Versorgung mit Wärme zu gewährleisten, sondern auch einen Beitrag zur Stromerzeugung zu leisten. Remea hat heute 2 Maschinen im Portfolio. Einmal das Gerät 2043 sowie eine weitere Maschine, nennt sich 50-100. Das bedeutet 20 oder 50 kW elektrisch bzw. 43 oder 100 kW thermisch. Alle diese Geräte sind schon mit Brennwerttechnologie ausgestattet, sodass der Brennstoff höchstmöglichen Nutzen hervorbringen kann. Als Partner, als OEM-Partner funktioniert hier das Unternehmen 2G aus Heeg, was strategisch günstig gelegen ist bei der Zusammenarbeit Remea und 2G, gerade mal Luftlinie 40 Kilometer. Die Entwicklung ist entstanden im Jahre 2013. Da haben beide Unternehmen sich entschlossen, ein gemeinsames Geschäftsfeld aufzubauen. Ideen aus beiden Lagern wurden aufgenommen, um ein hocheffizientes Produkt für den Wärmemarkt zur Verfügung zu stellen. Den Feldtest haben wir gestartet im Jahre 2013 ab Mai. Seit diesem Zeitpunkt haben wir ca. 25 Maschinen im Feld getestet, sodass wir mit Beginn des Jahres 2014 in den serienmäßigen Vertrieb eingestiegen sind. Die Ziele für dieses Jahr sind Ziele, die durchaus erreichbar sind, und zwar sportlich, aber erreichbar. Die Tendenzen sind sehr gut. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse wecken für die Produkte der Firma Remea und würde mich freuen, Sie im nächsten Jahr auf der Leitmesse ISH in Frankfurt begrüßen zu können.